Ab dem 27. August sollen die Straßenbahnen wieder über die Tunnelbaustelle und zum Hauptbahnhof fahren können. Dafür müssen noch wichtige Arbeiten zum Anschluss des sich im Bau befindlichen Gleisvierecks am Lamaschkeplatz an die Trasse ausgeführt werden. Ab Donnerstag, den 13. August, wird daher der Straßenbahnverkehr in Stadtfeld Ost auf der Olvenstädter Straße und auf der großen Diesdorfer Straße eingestellt. Die Straßenbahnlinie 1 wird ab Westring über Europaring umgeleitet. Die Straßenbahnlinie 3 fährt in dieser Zeit nicht. Als Ersatz fahren die Buslinien 52, 72 und 73 veränderte Routen. Zu den Arbeiten zählen der Anschluss des Gleisvierecks an die Straßenbahnstrecke in der Olvenstädter Straße, der Rückbau des eingleisigen Baugleises, Neuspannen der Oberleitungen für die Straßenbahnen sowie eine provisorische barrierefreie Haltestelle der Maschkeplatz in Höhe der Maxim-Gorki-Straße. Ab dem 27. August fahren die Straßenbahnlinien 1, 3, 4 und 6 über die Olvenstädter Straße und den Damaschkeplatz zum Hauptbahnhof. Der Adelheidring ist anschließend für ein Jahr gesperrt. Dort beginnt der Straßenbahnausbau im Rahmen des Projektes Zweite Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahn. Der gesamte Straßenraum wird neu gestaltet. Die 30 Jahre alten Gleise werden durch neue Schienen ersetzt. Es entsteht ein barrierefreies Haltestellenpaar mit Bahnsteigen im Adelheidring. Weitere Infos finden Sie unter der eingeblendeten Webadresse